Hallo, herzlich willkommen. Ja, 2 Wochen ist schon wieder rum. So, es geht wieder um die Dürre und Trockenheit. Genau, Trockenheit und Dürre, genau. Da stammt aus dem 6. April, was man da sieht. Auch im Osten hat sich ein bisschen verändert. Das heißt, die Trockenheit hat sich ein bisschen abgeschwächt. So, gehen wir noch einen Schritt weiter. Und da sieht man den Oberboden. Das heißt, nur im Süden ist noch offensichtlich noch Trockenheit, also nur im Teil Südbayern. Genau, verfügbare Pflanzen, verfügbares Wasser. Das kommt darauf an, wie feucht der Boden ist. So, dann zeige ich mal das noch einmal und lass mal dann laufen, wie sich die Trockenheit in den letzten Tagen und Wochen weiterentwickelt hat. Ja, am Ostermontag, so ist offensichtlich ein richtig freundlichen Tag für die ganze Woche. Bis zu 20 Grad sind durch möglich. Allerdings wird es am Dienstag schon wieder wechselhafter und windiger. Typisches Aprilwetter. Das ist völlig normal. Es kann auch eine ganz andere Richtung gehen. Und manchmal kann das so durch möglich sein, dass wir auch im April 30 Grad plus X kriegen. Wie zum Beispiel 2018. Da hatten wir offensichtlich auf jeden Fall 30 Grad gehabt. So, Oberboden. Genau, auch im Süden hat sich die Trockenheit ein bisschen zurückgezogen. Was ich irgendwas gelesen habe für den Sommertrend 2023, dass man wahrscheinlich einen relativ warmen und wahrscheinlich auch wieder einen trockenen Sommer. Und das könnte wahrscheinlich die Dürresituation eher wieder verschärfen statt verbessern. Allerdings wird es wahrscheinlich auch wieder viel Hochdrucklagen, Wetterlagen geben, da wohl wahrscheinlich ziemlich lang stabil halten könnte. Natürlich könnte sich ab und zu mal das Hoch schwächeln, dass sich irgendwann ein Tief neimoge und sich teils heftige Schauer und Gewitter. Aber diesen Starkregen nach diesen langen Trockenheit könnte die Wassermassen nicht richtig aufnehmen und fließt direkt oberflächlich weg, wenn der Boden steinhart austrocknet und tief aufreißt. Und das kann die Lage eher weiter verschlimmern statt verbessern. Dann zeige ich das noch einmal extra, wie sich die Dürre in den letzten Jahren entwickelt hat. Der Stand für den Sommer 2022 und da war es irre viel Trockenheit zu sehen. Na dann, wenn es wieder dir gefallen hat, dann gib bitte einen Daumen oben und am Mittwoch kommt das nächste Video mit dem Samsung Galaxy A54 5G. Und das habe ich ab heute beim Amazon bestellt und es wird am Mittwoch auf jeden Fall kommen. Bis zum nächsten Video. Bis Mittwoch. Ciao, bis bald und haut rein.